Hallo, ihr Lieben. Ich wollte mich bei euch für die 5000 Follower bei Instagram bedanken. Das ist super toll. Ich freue mich sehr. Und deswegen habe ich ein kleines Video vorbereitet. I would like to thank you for 5000 followers on Instagram. Many, many thanks. And therefore, I prepared a little video. So let's start. I take my graphite pencil. And I draw a number 5. How's it going? Number 5. A little bit thicker. Five. 5000, of course. This is my screen. And now we start with our black micron. Wir fangen mit dem schwarzen Micron an. Und es geht los mit Flux. Flux ist so eine Tropfenform. Drop shape, and draw some these leaves behind. Some orbs in between. And now it's going. Zwischen mal ich wieder aus. Fill the little spaces. Black. And then I continue with poke root. Da kommen auch wieder kleine Orbs dazwischen setzen. Die Zwischenräume wieder schwarz ausmalen. Zwischendrin wieder ein Flux reinmalen. Und dann kommen wir zu einem neuen Tangle, was ich bei den Inktober-Tangles kennengelernt habe. Und das nennt sich Amarin. Genau, und vorher, das war gut. Und Amarin will ich jetzt hier in diesen Bereich rein. Tropfenform nach oben. This is a new tangle I learned in the October challenge. It's called Amarin. And there are some
petals between the first ones. Okay. Dann teile ich das noch ein bisschen ein. This shapes lines. Und hier ziehe ich nochmal hier rein, dass ich ein bisschen mehr Struktur bekomme. Dann bin ich hier Tangles, die ich hier auf Holz einzeichne, so wie ich sie schon mal mit Skapellen auffülle. So, I connect these parts by drawing some orbs and poke root. And also add Esco. Another poke root here. Everything is growing. Oops, also always a good idea. And again, some clicks. And orbs. And this is not cocoa, this is poke leaf. Because it has leaves. So, nochmal Pokut dazwischen setzen. You can also mix it. Pokut und Pokleaf. And Bronx cheer and Bronx cheers are only orbs sitting together.
Und hier das Bronx Cheer, das mache ich ab und zu, dann gibt es einen richtig schönen Kontrast. Alle sehen aus wie so eine Brombeere. Es gibt einen recht schönen Blickfang. Oder raus, raus, passt. So. Dann geht es hier weiter. Und ja. Okay. Wieder hier ein bisschen Flux einzeichnen. Dann, Moment, die Ecke noch ein bisschen Flux, kleine dazwischen. So, und dann ist ja noch tanzen. Eigenes Tangle ein ungefähr. Vier Blätter. Noch einmal. Das ist mein Tangle Eofair. Auffüllen. Ein bisschen Flux dazwischen. Flux, Flux. Dann habe ich jetzt hier noch ein Muster, das nennt sich Aurelie. So, zeichne ich hier einen kleinen Halbkreis ein, dann auf der anderen Seite größer und dann wieder auf der rechten Seite, der linken Seite. Und dann nochmal einzeichnen. This tangle is called check. Der ersten Seite, also ein letztes Mal und was auch so halten. So, ich hier noch ein.
kurz mal. Und was da auch noch sehr schön. So, fünfter noch erkennen, ja, ein bisschen. Ein bisschen festkugeln. Genau, das war viele. Das ist wundervolle organische globale Tangles. Ich sage, lot of Tangles, they're very nice because they're so organic. And I like them very much. So, this is my number five. Thank you. And now we can go and shrink the lid a little bit. Jetzt kann man das noch schattieren. Kürzellinien hier. So, I'm going to shade. Jetzt hier, wenn man es gerne schaffen könnte, in die Hügelchen. Und dann gehe ich hier mit dem Torting und verteile. Den Bleistift hier ziehen über die Flächen. Kurz am Graphite hier und dann use my Torting to make it soft. Schon die Bleistiftfarbe hier aufgenommen hat, der Tonti. Kann man erstmal so mit in die Flächen gehen.
Schränken, schattieren, und auf einer Seite im Schatten hinsetzen. Hier. So das erste Blatt im Schatten auf die anderen dahinterliegenden. Und ein bisschen weicher zeichnen. Das so, hier so aus dem dahinter auftauchen, das ist auch so ein bisschen dunkler. Hier liegt wieder ein Schatten auf das andere Blättchen. Hier mache ich dann hier eine Schattenkante. Und da, wo die hier zusammen wachsen, ist auch wieder etwas dunkler. Eine Schattenkante. Dann wieder mit dem Tuch drüber gehen, es ein bisschen dunkler machen. Hier auch, da über den grünen Ton, das ist jetzt so ein bisschen beim Halbschatten, dass wir hier Schatten ab von den Blättchen. Den Bleistift hinsetzen und dann mit dem Tuch verteilen. Hier bei dem Orali. Das hier Schatten auf die eine Seite. Und hier gut hier noch ein bisschen. Schattenkante reinsetzen. So, nochmal gucken. Checken. Ja. Alles schattiert hat. Und kann man jetzt entweder sagen, ja, ich jetzt auf. Oder ich überlege noch ein kleines bisschen Farbe rein zu ziehen. Dann habe ich so noch meine Lieblingsfarbe. You can stop here or you can add some color. This is a watercolor pencil. Das ist ein Aquarellstift von Aquarellstüre Pastell Indigo. Und mit dem male ich immer ganz gerne nochmal ganz gerne hier rein. Und hier den
Aktivieren, das ist auch ganz schön. So, mal testen wir das. Dann mit einem Wassertankpinsel. Aber take a water brush and let's see. Let's see what happened. Sometimes the water brush is too wet. Können wir gerne nochmal so eine Hände spenden lassen. Hier mache ich absichtlich so ein bisschen über diese Blätter, dass die so einen netten Effekt haben, wenn es so ein bisschen versetzt ist. Einfach so in die dunklen Flächen nochmal reingehen mit dem Stift. So, jetzt haben wir den Wassertank drüber. Flüssigen.
Okay. Jetzt nur noch ein paar Bündchen einbauen. So. Highlights. So, you can add some dots. And it's very decorative. You add these little dots. Okay. Ich glaube, wir sind fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Thank you for watching. And see you soon. Bye bye. Ciao, ciao.